Herzlich willkommen aus dem Herzen der Stadt. Herzlich willkommen aus dem nah-TV-Studio Bad Kreuznach. Ernst-Jürgen Huth ist bei mir. Lieber Ernst, das heißt für den geneigten Zuschauer, es ist wieder mal Zeit für meine Stadt Bad Kreuznach. Und die erste Folge, die hat sich ja in deiner Community bei Bad Kreuznach, meine Stadt, ganz schön wiedergespiegelt. Ist das richtig? Ja, also ich war vollkommen überwältigt von den Reaktionen. Die Vorankündigung und der Film, das Video selbst, hat inzwischen über 50.000 Reaktionen hervorgerufen und durchweg nur positiv. Also durch alle Altersgruppen hinweg ist das sehr, sehr gut angekommen im Freundeskreis, wie auch in der Online-Community in den USA. Also es war wirklich ein Riesenerfolg. Und du hast dich vorher auch noch mal ein bisschen kundig gemacht über die Klickzahlen, über die Anzahl derer, die es angeschaut haben. Und ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, du warst selbst ein bisschen überrascht über die Anzahl der Zuschauer, oder? Ja, also ich war überwältigt. Das Video haben sich über 50.000 Leute jetzt in den letzten 4 Wochen angesehen. Und das ist eine Hausnummer. Also das beste Video, das ich bisher hatte, das hat innerhalb von 2 Jahren 50.000 Klicks. Und das hat jetzt in 4 Wochen diese Zahl schon erreicht. Das ist schon eine Nummer. Absolut. Und jetzt hatten wir bei unserer letzten Sendung, hatten wir die Zuschauer aufgerufen. Wir haben gesagt, wir starten ein Voting, mit welchem Themenkomplex die Zuschauer gerne anfangen würden. Und du bringst uns jetzt gerne mal mit. Womit starten wir denn heute? Ja, also heute starten wir mit mehr Einzelheiten zu der alten Nahbrücke. Es ist ein Thema, was viele doch sehr bewegt. Und die alte Nahbrücke ist ja auch sehr bekannt durch viele alte Postkarten, Fotos, Ansichten und sehr beliebt, auch rund um die Welt übrigens. Und deshalb starten wir in dieser Folge mit der alten Nahbrücke. Ernst, ich freue mich drauf und bin sicher, du wirst uns wieder humorvoll, kompetent und mit deiner ganzen Erfahrung begleiten. Dankeschön, dass du da bist. Ich freue mich. Und ich hoffe, dass auch dieser Film so gut ankommt und dass er euch gefällt. Wenn man von Kreuznach spricht, hat jeder sofort die Brückenhäuser und die alte Nahbrücke vor Augen. Die Steinbrücke an sich wurde um 1300 gebaut. Vorher gab es nur eine Holzbrücke etwa in Höhe von Klein-Venedig. Wie man so schön sagt, früher war alles aus Holz. Je nachdem, von wo man es betrachtet, führt die alte Nahbrücke vom Mühlteich über das sogenannte Wörth, das ist die Landzunge in der Mitte, auf der die Pauluskirche steht, über die Nahe in die Neustadt. Die schöne alte Nahbrücke hat über Jahrhunderte immer alles tapfer und relativ unbeschädigt überstanden. Aber am Schluss vom Zweiten Weltkrieg wurde wirklich eine Menge an alter Bausubstanz an der Brücke und vor allem drumherum zerstört. Einerseits von den Bombardements der Amerikaner auf der Kornmarktseite und andererseits durch die Brückensprengung durch SS-Truppen auf der Seite der Neustadt. Das heutige Aussehen der 2 Zufahrten zur Brücke, also vom Kornmarkt her oder von der Neustadt her, hat deshalb nichts mehr mit dem alten Original zu tun. Das war wirklich richtig schön und romantisch. Für die Kreuznacher ist die alte Nahbrücke schon immer ein gern genutzter Treffpunkt für alle möglichen Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel konnten die Kreuznacher, aber auch die Kurgäste um die Jahrhundertwende im letzten Jahrhundert im Winter früher auf dem Mühlenteich Eis laufen, es gab Cafés auf der Brücke und sogar eine winzige Weinstube in den Brückenhäusern. Und heute ist es ja auch so, dass viele Kreuznacher die gastronomischen Betriebe direkt am Wasser gern nutzen und im Sommer ist immer was los. Man sitzt hier auch wirklich gemütlich. Ernst, das war dann mal so der grobe Überblick. Jetzt wird es ein bisschen klarer und ich glaube, das haben die Bilder gezeigt. Jetzt gehen wir ein bisschen zusammen schwimmen, oder? Das kann man so sagen. Also wir fangen an mit dem Mühlenteich. Das kennt jeder. Jeder sitzt gern im Körnchen oder in der Schirmba. Aber der Mühlenteich hat früher ganz anders ausgesehen. Seid mal gespannt. Der Mühlenteich sah früher ganz anders aus als heute. Eigentlich war er viel schöner. Die ältesten Fotos von Kreuznach sind etwa um 1860 entstanden. Das sind sogenannte Stereofotos mit einem bestimmten Betrachter, konnte man dann alles in 3D sehen.
Der Mühlenteich selbst war damals noch richtig eine Art Teich mit großflächigem Schilfbewuchs an beiden Ufern. Und er wurde auch gern von den Fischern genutzt, die ihre flachen Nachen dort liegen hatten, wo heute die Schirmbar ist. Das Käsebrickelche war natürlich aus Holz am Anfang. Bis etwa 1900 dann wurden die Ufer zum Teil befestigt, es gab Pavillons und sogar kleine Packanlagen. Und man nutzte die Grünflächen an den Ufern wie auch unten beim Wehr zum Bleichen der Wäsche. Die Nahebrücke hatte übrigens über Jahrhunderte kein Geländer gehabt. Das schöne gusseiserne Geländer, wie man es von alten Fotos kennt, das kam dann erst so im 19. Jahrhundert. Aber beim Bombardement 1945 wurde auch das zerstört, abgerissen und später durch ein neues ersetzt. In den Brückenhäusern selbst waren verschiedene Geschäfte, unter anderem der Piano Bruns, der Optiker Gravius und unter der Brücke, damals sehr beliebt um 1900, standen sogenannte Stuhlwagen. Die konnte man mieten und mit denen konnten sich die Kurgäste einzeln oder in kleinen Gruppen überall herumschieben lassen. Abends konnten sie dann ihren Mitkurgästen von ihrem schönen und ausgiebigen Stuhlgang berichten. Mit dem Aufblühen des Kurbetriebs hat man dann dort, wo vorher die Fischerboote lagen, einen Bootsverleih gemacht. Das war einer von mehreren in Kreuznach. An der Kurhausbrücke war noch einer und hinten an der Elisabethenquelle gegenüber. In dem Zusammenhang muss man die Familie Engelsmann und Wirt nennen. Der Herr Engelsmann ist sicherlich noch vielen älteren Kreuznachern bekannt, wie er da in seinem Häuschen saß bzw. sich um seine bunten Boote kümmerte. Im Lauf der Jahre hatten die Boote auch immer mal unterschiedliche Farben. Das hatte aber nichts damit zu tun, wer gerade politisch das Sagen hatte. So eine Bootsfahrt, die war immer schon sehr beliebt. Und es ist prima, dass es dieses schöne Freizeitangebot inzwischen schon länger wieder gibt. Die Uferbefestigungen, die hatten sich seit den 50er, 60er Jahren wenig verändert. Und die waren nicht gerade hochwassertauglich. Schlecht für Kreuznach. Denn 1993 und 1995 hatten wir zwei sehr schwere Hochwasser. 1993 war das sogenannte Jahrhunderthochwasser. Das war wirklich, wirklich katastrophal. Und in Folge hat deshalb die Stadt dann 1998 bis 2003 den heutigen Hochwasserschutz gebaut. Und das Bauwerk ist mal wirklich gut gelungen und sieht gut aus. Und deshalb ist es auch ohne große Kritik bei den Kreuznachern gut angekommen. Also wir haben es gesehen, der Mühlteich hat das ein oder andere Facelifting über sich ergehen lassen, hat sich den Zeiten angepasst, wurde auch entsprechend manchmal angepasst, er legt aber heute sich immer noch sehr schön für das Auge des Betrachters dar. Auch die alte Nahebrücke und auch die Umgebung, die hat natürlich verschiedene Veränderungen in den Zeiten durchgemacht. Ich denke, auch da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Blickwinkel, die eine oder andere Perspektive, wo es sich lohnt, auf Vergangenes draufzuschauen. Ja, da muss man nicht nur die Pauluskirche betrachten, sondern weiter unten, genau gegenüber, hatten wir sogar eine Reeperbahn gehabt. Dort wurden Seile gedreht, von der Nahebrücke bis runter zum Wehr. Und noch einige andere Orte, die wir euch jetzt zeigen. Wird spannend. Ja. Wenn man die Nahebrücke aus Richtung der Kirchsteinanlage anschaut, fällt einem sofort die Landzunge in der Mitte der Brücke ins Auge. Das ist das Wörth, im Volksmund auch als Bleiche bezeichnet. Dort trockneten und bleichten die fleißigen Kreuznacher Hausfrauen ihre Wäsche. Allerdings mussten die aufpassen, wenn die Enten oder sonstiges Geflügel kamen. Auf der Brücke selbst, vom Kornmarkt her gesehen, stand früher rechts ein weiteres Brückenhaus, das sogenannte Haus Kuss. In dem hatte Karl Kiefer seine erste Konditorei und ein Café. Unterhalb der Kirchsteinanlage war die sogenannte Pferdeschwemme, wo die Pferde der Fuhrwerke von der Dresschen Mühle immer gedrängt und vor allem gewaschen wurden. Deshalb hat man auch dort den flachen Zugang in die Nahe hinein. Auf dem Teil der alten Nahebrücke, der später der Sprengung und dem Abriss zum Opfer fiel, stand damals eine Nepomuk-Statue
und ein Christus. Beide Standbilder gibt es heute nicht mehr. Der heutige Christus ist aus späterer Zeit. Am Wehr selbst, das kennen die Kreuznacher, konnte man im Sommer trockenen Fußes spazieren gehen. Überhaupt war immer früher Betrieb auf der Brücke. Die Brücke war sozusagen neben Korn- und Eiermarkt ein drittes Geschäftszentrum. Und natürlich, damals wie heute, findet man immer wieder tolle Fotomotive. Die sind immer gleich und doch immer wieder anders. Wahrscheinlich und Gott sei Dank gibt es deshalb seit rund 150 Jahren so viele Bilddokumente davon. Die Schwanenapotheke wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut und 1784 durch ein Hochwasser gleich wieder zerstört, dann wieder aufgebaut. Und das heutige Gebäude allerdings, wie man es sieht, gibt es erst seit 1903. Der berühmte Dr. Karl Aschoff stammt aus diesem Haus. Die Pauluskirche ist eines der ältesten Gebäude. Die wurde 1332 fertiggestellt. Neben den Sprengschäden 1945 wurde sie auch durch viele Hochwasser im Dreißigjährigen Krieg und auch im Pfälzischen Erbfolgekrieg immer wieder teilweise zerstört. Dass Karl Max dort seinen Jenny geheiratet haben soll, stimmt allerdings nicht. Die haben wahrscheinlich entweder in der Wilhelmkirche oder in irgendeinem Hotelzimmer in der Stadt geheiratet. In den letzten Kriegswochen ist so viel von der alten Nahbrücke zerstört worden, wie in den ganzen Jahrhunderten zuvor nicht. Aber dennoch ist und bleibt die alte Nahbrücke ein wunderschönes Plätzchen und Gott sei Dank achten die Kreuznacher trotz aller anderen Bestrebungen auch sehr darauf, dass es so bleibt. Die Nahbrücke und auch die Umgebung der Nahbrücke, die wird natürlich ganz stark geprägt von den wunderschönen Brückenhäusern, die heute teilweise aktuell vielleicht nicht ganz so wunderschön sind, aber wieder im Begriff sind zu erblühen. Ernst, kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Was gibt's Neues von dem einen oder anderen Brückenhaus? Ja, im Moment ist es ja so, dass ein Brückenhaus, Gott sei Dank, nach längerer Zeit jetzt wieder renoviert wird. Und das ist ganz aktuell. Das bewegt auch viele Kreuznacher. Und hierzu habe ich einen kurzen Film gedreht mit dem Herrn Historiker Dr. Vesper und dem Architekten Sandro Ferri. Seit über 400 Jahren steht die alte Nahbrücke jetzt mit den Brückenhäusern hier. Wir haben sie alle lieb gewonnen. Letzt war ein Weinlokal hier, das sehr gut besucht war, kultig war. Welche Bausituation haben Sie denn vorgefunden, als Sie als Architekt ins Spiel gekommen sind? Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe zu Beginn, denn das war offensichtlich, dass das Gebäude starke Verformungen hatte, aber nicht genau, also im intakten Zustand konnte man nicht genau sehen, woher das kommt. Dann haben wir partielle Bauteilöffnungen vorgenommen und dann haben wir sehr große Schäden festgestellt. Wir haben parallel dazu eine 3D-Bestandsaufnahme gemacht von dem Gebäude. Da hat man schon einigermaßen durch die Verformung erkennen können, wo die Kräfte hinlaufen. Ja? Und als wir schließlich Teilflächen freigenommen haben, haben wir gesehen, dass das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand war. Es wurde vor langer Zeit schon über 100 Jahren teilweise umgebaut und relativ unfachmännig leider. Man hat wichtige Streben ausgebaut, Diagonalen, Hölzer herausgeschnitten, so dass es also zu starken Verformungen gekommen ist. Die Fassade ist ca. 25 cm nach unten abgesackt und das untere Teil ist auch noch nach außen, hat sich nach außen gedrückt. Man hat ja auch festgestellt, jetzt beim Freilegen, dass immer wieder Versuche gemacht wurden mit unterdimensionierten Stahlprofilchen oder mit Ankerchen und so weiter, zum Teil Schmiedeteile, also das heißt also schon recht alte Versuche. Aber letztendlich hat man das nie in den Griff bekommen, ja, weil ursprünglich doch erhebliche Umbaumaßnahmen stattgefunden haben. Die Umbaumaßnahmen haben die Konstruktion destabilisiert. Jetzt haben natürlich die Fachwerke, sind ja eigentlich reine Fachwerkkonstruktionen gewesen, ne? Reine Holzkonstruktion, aufgefüllt dann mit dem entsprechenden Flechtwerk und Lehm. Wie weit gehen Sie jetzt zum historischen Ausgangspunkt zurück? Also wir haben ja die Bauteile, die wir ausgebaut haben, exakt vermessen und in Abstimmung mit der Denkmalspflege auch
genauso wiederhergestellt. Ja? Das heißt, wir haben dort Eiche verwendet, wo Eiche verbaut war. Und wir werden die Füllungen entsprechend auch mit Lehmsteine ausbilden. Also wir haben vier verschiedene Füllungen vorgefunden. Einmal die Wickel aus Lehm, dann haben wir Bimsfüllungen, dann haben wir Backsteinfüllungen und wir haben aus der neueren Zeit leider auch viele Ytong-Füllungen entfernt. Ja? Mhm. So dass wir jetzt einheitlich alles, was wir neu machen, werden wir mit Lehmsteine ausführen. Ja? Und müssen Sie zusätzlich zu der Fachwerkkonstruktion irgendwelche Hilfskonstruktionen, also Stahl oder sonst was für Elemente einfügen? Ja. Das ist leider unbedingt erforderlich. Denn die ursprüngliche Holzbalkendecke, die war in dem letzten Abschnitt komplett abgebrochen, also durchbrochen. Das ist das hintere Teil, was durch diese Streben zum Teil abgefangen ist. Mhm. Das heißt, die Streben, wenn die nicht gewesen wäre, wäre das Gebäude schon längst umgefallen. Aha. Und das statische Konzept sieht vor, dass wir eine Stahldecke einbauen, die rückverankert ist, mhm, und die sozusagen auskragt und die gesamte Südwestfassade abfängt, mhm, so dass wir die Streben darunter komplett erhalten bleiben, alte wie auch neuere. Wir belassen das alles so, wie es ist, aber letztendlich die Funktion nicht mehr da ist. Das heißt, die werden komplett entlastet. Ja. Ja. Noch eine letzte Frage, was die Leute natürlich sehen, ist, dass wenn sie fußgängig hier lang gehen, ja, bis zur 2-Meter-Grenze, wie wird die Fassade hier gerade zur Brücke hin sich gestalten, wenn, ja, sie fertig sind? Also wir werden, das wird die größte wahrnehmbare Veränderung sein. Wir werden also diese ehemalige drei feste Felder, die allerdings auch aus den 50er Jahren stammen, ja, also das war nichts Historisches, ja, ja, wir werden dort, bodentiefe Elemente zum Öffnen, sodass man komplett, ja, zur Brücke öffnen kann. Ah, ja. Ja? Um einfach so ein bisschen, ja, in der Hoffnung, dass es wieder einmal eine Nutzung geben wird, wie Sie gesagt haben, eine kultige Nutzung. Ja? Genau, ja, dass man dann im Prinzip die Brücke mit einbinden kann. Ja, ja? Ja? Und, ja, da muss man ein bisschen für kämpfen, weil das ist erstmal nicht so gewünscht, ne? Von der Behördenseite. Man sagt immer, ja, das muss alles so, wie es war, aber egal, wir bringen, aber das war ohnehin nicht historisch, ja, so dass wir gesagt haben, wir wollen da eigentlich eine Veränderung einbringen, ja. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Überzeugungsarbeit. Dankeschön, ja. Vielen Dank an Sandro Ferri, den Architekten, und vielen Dank auch an Historiker Dr. Vesberg. Jetzt haben wir ganz interessante und aktuelle Einblicke bekommen und sind dann quasi auch ein bisschen auch abgedatet. Hinter uns, da sieht man schon den finalen Beitrag. Ernst, du erzählst unseren Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt bitte nochmal, was ist das große Finale? Ja, also wir kommen jetzt direkt von der Renovierung zur Sprengung. Der Eingang zur Neustadt sah früher ganz anders aus. Das war ein richtig schönes mittelalterliches Viertel, wie man es zum Beispiel in Rothenburg findet, bis dann die SS-Truppen 1945 alles gesprengt haben. Dabei wurde nicht nur die alte Nahbrücke zerstört, sondern auch alle Gebäude in der Umgebung. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt in dieser kurzen Bilderserie. Der dritte Teil der Nahe Brücke, der genauso berühmt und so oft fotografiert worden ist wie die Seite vom Mühlenteich, ist die Seite der Nahe Brücke an der Neustadt. An der Neustadtseite war das Haus Dexheimer, das war so eine große Manufaktur, ein großes Kleidergeschäft. Gegenüber war De Bolles, ein Kurzzeitgefängnis, die Zelle war unten im Brückenpfeiler drin. Dann hatten wir die Klappergasse mit vielen Wohnungen. Dort gab es Goldarbeiter, das ist ein Juwelier. Es gab Kneipen, wie zum Beispiel wie die historische Burgschenke. Nebenan war ein Schuhmachermeister, der Jakob Tesch. Es gab Blumen- und Tabakläden. Der Aufgang zur Klappergasse sah ganz anders aus als heute. Das war hatte so eine dreieckige Form und in Kurve ist man dann hochgegangen. Und die Wohnungen in der Klappergasse, die lagen ja direkt an der Nahe und die hatten auch Vorbauten, die über die Nahe gingen. Manche waren Balkone, bei dem Restaurant konnte man in einer Art Vorbau sitzen und speisen. Und manche Häuser hatten einfach nur so kleine Holzverschläge mit dem Fensterchen drin über der Nahe. Und man kann sich denken, für was das diente.
dort waren halt die Toiletten. Und das Geschäft, das man verrichtete, ging dann direkt in die Nahe rein. Vielleicht hatten deshalb die Nahefischer an manchen Tagen einen etwas seltsamen Geschmack. So sagen es auf jeden Fall die Leute, die diese Fische noch oft gegessen haben. Wenn ich so die alten Bilder sehe, besonders so die Ansichten von Bolles, stelle ich mir manchmal vor, was wäre gewesen, wenn es den heute noch gäbe? Was hätte man da wohl reingemacht? Überhaupt, was hätte man mit der alten Nahebrücke heute touristisch alles anfangen können? Die Gegend um die alte Nahebrücke war wirklich ein sehr romantisches Viertel, das man mit den Stadtvierteln in Rothenburg und anderen mittelalterlichen Städten sehr wohl vergleichen kann. Was viele Hochwasser im Laufe der Jahrhunderte nicht geschafft haben, das hat dann die Sprengung durch die SS-Truppen 1945 geschafft. Es wurde alles zerstört, nicht nur Teile der Brücke, sondern auch die gesamten Gebäude und die Umgebung drumherum. Es dauerte dann auch noch einige Jahre, bis die Gebäude und die Brücke selbst komplett abgerissen wurden und durch Neubauten ersetzt wurden. Die Brücke selbst wurde 1955 durch die Firma Gerhards abgerissen und anschließend als Einbogenbrücke durch mehrere Firmen wieder aufgebaut. Ernst, ich glaube, da hatten wir jetzt einiges Schönes zusammengefasst. Die Veränderungen Mühlenteich, Veränderungen Nahebrücke und auch die Umgebung und auch der Eingang zur Neustadt. Da haben wir heute sehr beeindruckende, interessante Bilder gesehen mit deinen wundervollen Erläuterungen dazu. Ich glaube, jetzt ist es wieder an den Zuschauern zu entscheiden, was wir als nächstes aufbereiten. Ja, und wir freuen uns auf eure Vorschläge unter der E-Mail-Adresse altkreuznach@nahetv.de oder auf meiner Webseite. Und egal, was ihr uns vorschlagt, wir versprechen euch, dass wir mit Herzblut und Engagement das umsetzen werden in ein schönes Filmchen, das euch sicher wieder gefallen wird. Danke. Ich danke auch. Thank you.